So, das heißt, wir müssen das Ding hier hinsetzen. Hallo und herzlich willkommen zur 135. Folge Space Engineers. Ja, in der letzten Folge hatten wir zwei Probleme. Das eine Problem war, dass das Spiel doch zeitweise recht stark gelaggt hat. Ich habe den Rechner neu gestartet. Kann sein, dass es daran lag. Zum anderen hatte ich das Problem, dass von draußen sehr viel Krach reinkam. Ja, da waren also drei Mann mit Motorsense dabei, die Gehwege sauber zu machen, also das Grünzeug, was da zwischen den Platten durchkommt, wegzumachen. Und der vierte ging dann mit dem Laubbläser bei und hat den Dreck, den die gemacht hat, dann zur Seite gepustet. Und ja, bei den Temperaturen da draußen, wir haben jetzt schon, das ist jetzt, ja, reale Zeit hier bei mir, kurz vor 11, und wir haben schon 28 Grad draußen. Also von daher, ja, könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Dreck war, den die da hochgewirbelt haben. Okay, Fenster habe ich zu, ist bei den Temperaturen jetzt sowieso besser, dann bleibt ein bisschen die kühle Luft hier drin. Ja, okay. Es kann weitergehen und ich hoffe, dass jetzt Ruhe ist, dass die jetzt nicht auf die andere Seite vom Haus kommen, weil da habe ich natürlich im Schatten die Fenster noch offen und schauen wir mal. Gut, wir haben einen neuen Länder, der ist auch hier angedockt. Ich hatte in der letzten Folge ein paar Batterien fertig gemacht, das ist halb so wild. Ja, wir hatten gesagt, wir wollten... Muss ich gucken. Asteroidenbasis, genau. Da will ich hin. Wir wollten eventuell auf einen anderen Planeten. Wir haben hier ein paar Startschiffe. Oben an der Station. Das große Schiff von dem Kalle will ich nicht benutzen. Vielleicht lässt es sich dann irgendwann ja doch mal blicken wieder. Was ich nicht glaube, aber... So, hier war ich runtergesegelt. Oh, hier ist nichts mehr. Hier in der Zwischenzeit mal ein bisschen weiter bauen. Yeah.
Okay. Interne Panzerung, Herstellung, Metallgerüst und so weiter. Da komme ich noch nicht durch. Interne Panzerung, Metallgerüst. Herstellungskomponenten. Schau mal. Okay. Na gut. Ja, ich würde sagen, dann machen wir das in den anderen Etagen genauso. Überall, wo Türen drin sind, diese automatisch verschließenden. Gucken wir mal, ob es hier noch irgendwelche Türen gibt. Ich denke mal eher nicht. Nö. Da sind Scheiben drin, da sind Scheiben drin, da auch. Da ist eine Scheibe, da ist eine. Und hier noch nicht. Okay. Ah nee, das ist was anderes. Da sind die Scheiben.
Träger brauche ich dafür. Okay. Da fehlt uns Panzerglas, okay. Bin ich. Ha, da. Nee, da muss ich nicht hin. Ah, da. Fehlt immer noch Panzerglas. Oh, wow. So, jetzt sollte es reichen. Das ist zu. Und das ist auch zu. Und er pustet hier Luft rein. Sehr schön. Na, und? Jawohl, wir haben hier Luftdruck. So, als nächstes gehen wir bei. Nehmen die Tür hier raus. Interne Panzerung, Metallgerüst. Interne Panzerung, Metallgerüst. Ja, dann sollten wir vielleicht das rausnehmen und eine Rampe reinsetzen hier, ne?
Dann setzen wir mal eine Rampe rein. Muss ich erstmal kurz suchen. Da ist sie, die 3. Einmal. Zweimal. Das dahin und das dahin. So, und dann setzen wir da auch wieder erstmal 1. Moment. Ja doch, ich kann es ja schon mal setzen. 9. Interne Panzerung, Metallgerüst. Interne Panzerung, Metallgerüst, ja. Und den nämlich fertig haben. Genau, der ist fertig. Können wir hierbei gehen und den reinsetzen. Hätten wir das vorher gemacht, hätten wir nicht mehr durchgehen können. Anzeige, eine einzige. Ups, das war natürlich falsch rum. So, jetzt. Gut. Aha, er baut hier auch den Luftdruck auf. Aber was ich immer noch nicht gefunden habe. Ist die Krankenstation. Die muss doch irgendwo sein. So, wir haben hier Luftdruck. Das ist gut. Oh, was hakelt der denn zeitweise so? Das ist nicht ständig, aber immer wieder.
So, da ist ein Fenster drin. Hier ist ein Fenster drin. Das heißt, es fehlen hier jetzt noch Türen. Das muss ich mir jetzt mal genauer angucken. Da bin ich mir nicht so ganz im Klaren drüber, was das hier oben drauf ist. Hier ist der Schwerkraftgenerator. Das sind Raffinerien. Ach, hier ist die Krankenstation. Energy low. Jo, das passt doch. Einmal eins und einmal zwei sind die jeweils. Okay. Das ist so zu. Das heißt, wir können das auch so bauen, dass wir da zumindest einen Raum haben. Schon mal einmal. So. Wie sieht das aus hier, die Ecke? Ja, einfach nur so runter.
So, mal gucken, ob wir hier irgendwo einen Anschluss finden, durch den wir was rausziehen können. Okay, passt. Gut, jetzt haben wir definitiv genug Stahlplatten. So, das heißt, wir müssen das Ding hier hinsetzen. So. Innere Panzerung, Herstellungskomponenten und so weiter. Das volle Programm mal wieder. Ja, ob wir das alles da haben oder nicht, das seht ihr in der nächsten Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst es aber nicht. Bis dann. Tschüss.